Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar heute zum einzig wahren Patch 8.19, dem Worlds Patch. Ja, für alle, die nicht wissen, was Worlds Patch bedeutet, das ist der Patch, auf dem, ja, die Worlds gespielt werden, wer hätte es gedacht. Das heißt, dieser Patch wird sich sehr, sehr viel um die Champions, die genau dort gespielt werden, also im Competitive-Bereich, drehen. Ja, das heißt, so Solo-Queue-Champions werden eher nicht so auftreten, sondern eher Champions, wo Riot sagt, okay, hey, die wären richtig, richtig geil bei den Worlds zu sehen. Bevor wir mit den Champion-Änderungen anfangen, meine Aufgabe ist es natürlich, euch auf dem Laufenden zu halten. Und deswegen, ich denke mal, die meisten haben es mitbekommen, aber es wird natürlich auch einen Championship-Skin geben. Und das wird Championship Kha'Zix werden. Und dieser kommt mit einem gewaltigen Paket von 24 Chromas auf den Markt. Das heißt, ein Chroma für jedes Team, was sich für die Worlds qualifiziert hat. Außerdem wird es für alle bereits erhältlichen Championship-Skins, das heißt zum Beispiel Zed, Thresh, Kalista und was es da alles gibt, einen goldenen Chroma-Skin ebenfalls geben. Dann gibt es noch ganz viel Ward, Icon und Emote-Kram, aber das interessiert uns nicht. Wir fangen jetzt an mit den Champions. Angefangen mit Darius. Dieser drippelt nämlich aktuell auf 48-49% Winrate rum. Das heißt, ja, niemand mag Darius, aber so ein bisschen Hilfe kann er vertragen. Er bekommt 10 Prozentpunkte besseres Scaling auf seiner W. Das ist ganz cool, denn er bekommt sie auf Stufe 1 sowohl als auch auf Stufe 5. Ja, die W ist ja der Spell, den man als letztes max, deswegen ist es cool. Ebenfalls auch auf seiner E bekommt er auf jeder Stufe 5% mehr Armor Penetration, was ziemlich, ziemlich nice ist. Dennoch muss dazu gesagt sein, niemand mag Darius. Das wird sich nicht ändern dadurch. Eher verschlechtern eigentlich. Weiter geht es mit der guten Elise, oder wie ich sie auch ganz gerne nenne, Elise. Diese bekommt auf ihre Spinnenform E einen Buff, und zwar 4 Sekunden Cooldown weniger auf Stufe 1 und danach immer noch so ein bisschen. Im Late Game bleibt es gleich wie damals, aber das ist natürlich extrem gut, denn gerade auf Elise maxt man die W als zweites und die E als letztes. Und wenn du natürlich bis ins Late Game hin, bis du die ersten Punkte reinpackst, 26 Sekunden Cooldown drauf hast, ist das schon ziemlich, ziemlich heftig. Jetzt sind es nur noch 22, das ist also definitiv nett und Elise ist natürlich auch ein Kandidat, den man bestimmt gerne auch bei den Worlds sehen möchte. Und zusätzlich bekommt sie noch 2 Sekunden weniger Cooldown auf der W, das ist definitiv nett, kann man auf jeden Fall so annehmen. Kleinere Änderungen gibt es bei Fiora und Jenna. Fiora bekommt jetzt, wenn sie ihre Passive auslöst, auf jeder Stufe 10 mehr Healing. Im Early Game natürlich sind 10 HP deutlich mehr wert als im Late Game. Vor allem, weil ihre Laning Phase im, ja, doch eher schwach ist im Early Game, ist das definitiv nicht schlecht, wenn sie etwas mehr HP wieder bekommt. Dennoch muss man sagen, Fiora ist gerade extrem weit davon entfernt, wirklich stark zu sein. Und deswegen muss da definitiv noch mehr kommen. Auch Jennas Passive wird etwas gebufft, denn diese wandelt ja zusätzliches Movement Speed in zusätzlichen Schaden um und hier ist jetzt das Scaling gerade im Early Game etwas angehoben. Jenna ist gerade so, ja, ein Champion, der von der Winrate her ganz normal ist, das heißt nicht broken, aber auch nicht schwach, und ich frage mich ganz ehrlich, klar, man will verschiedene Supporter jetzt zu den Worlds buffen, denn der Champion Pool bei den Worlds ist gerade Alistar und Braum, also sehr, sehr gering, aber Jenna meiner Meinung nach, warum kann sie nicht einfach mal ein Champion sein, der mal einfach da ist, wo andere Champion ihr Leben lang sind, ja? Das heißt, einfach mal wirklich wie die normalen Menschen, wie das normale Fußvolk. Ich habe das Gefühl, Jenna ist immer ein Champion, der ganz oben immer an der Spitze stehen muss. Und wenn sie nicht da ist, dann wird sie da wieder hingebracht. Und das finde ich einfach ein bisschen unfair. Ich meine, es gibt Champions, die sind seit Ewigkeiten bei 50% Winrate. Warum kann das Jenna nicht auch mal sein? Wer weiß. Auch Jarvan's Passive wird gebufft, denn diese wurde ja mal irgendwann in der Vergangenheit durch einen Patch genervt. Ja, das heißt, sie hatte mehr Cooldown auf jeder Stufe. Und jetzt hat sie auf jeder Stufe wieder 6 Sekunden Cooldown. Und das ist ein ziemlich krasser Buff, muss ich ehrlich sagen. Vor allem für Toplane Jarvan's ist das super insane. Aber auch im Jungle, wenn du mal den ein oder anderen Dude gangst und der Fight vielleicht doch mal ein bisschen länger werden sollte, ist das definitiv nicht schlecht. Und vor allem für den Midlane Jarvan. Dafür, ne, also ich glaube, ich sehe mich mal wieder auf Midlane-Jarvan, das schreit ja förmlich danach. Auch Kha'Zix, so ein Champion, den ich gerne mit Jenna vergleichen würde, das heißt, Kha'Zix ist eigentlich immer viable, so gut wie, und jetzt wird er wieder etwas gebufft, finde es fairerweise aber doch ganz okay, denn es wird seine W ein bisschen angegangen, die wird sogar ziemlich stark gemacht, meiner Meinung nach, das heißt, sie slowt jetzt super stark, vor allem, wenn ihr den Gegner isoliert slowt, dann sind das nämlich 90%, was insane viel ist, und das gibt Kha'Zix so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Überlegung, jetzt mal in die W rein zu investieren. Ich glaube, das könnte sich auch auf jeden Fall lohnen, also 90%, und selbst wenn es so 60% sind und mit dem neuen Skin, ja, das könnte alles zusammenpassen, mal sehen.
Das war allerdings noch nicht alles, denn auch seine Passive kriegt noch einen kleinen Buff. Klein ist gut gesagt, denn sie bekommt 0,2 bzw. 20 Prozentpunkte mehr AD-Scaling. Und das ist ziemlich cool, denn du kannst diese Passive ja sehr, sehr oft procken. Das heißt, Minimum einmal, oft auch zweimal und im besten Fall sogar vielleicht dreimal. Dreimal zwei schaffen wir alle, sind sechs. Das heißt, 60% mehr AD-Scaling, Prozentpunkte. Das kann... ist schon ziemlich heftig. Weiß ich nicht, ob ich das so gutheißen kann. Mal sehen. Der nächste Champion, der kann mir ehrlich gesagt gerne gestohlen bleiben, denn wir reden von Kog'Maw. Und Kog'Maw ist ein richtig, richtig ekliger Champion. Nicht nur vom Äußeren, auch vom Game-Style her. Das heißt, im Late-Game macht er Rechtsklick auf dir und tötet das ganze Team. Ich hasse diesen Champion. Aber, ja, Kog'Maw kriegt etwas mehr Movement Speed und etwas mehr Range auf seine Ult. Gerade das Movement Speed ist nicht schlecht für diesen Champion, denn er wird ja doch sehr, sehr einfach gecatcht. Ob ihn das jetzt viable machen wird, würde ich stark bezweifeln. Aber ein Buff ist ein Buff und kann man gerade als Kog'Maw Main einfach mal so annehmen. Ich glaube, es gibt gar keine Kog'Maw Mains. Der nächste Champion ist der gute Nunu und der hat auch eine super Kack-Winrate gerade. Ihn will man buffen, allerdings nicht komplett. Das heißt, hier vor allem will man die AP-Variante etwas nach vorne bringen. Oft kann man Nunu natürlich auch so hybridmäßig spielen, so wie es Gragas gemacht wird. Das heißt, erst ein bisschen AP, dann auf Tank gehen. Was bei Nunu jetzt passiert, ist, dass seine Q, der Heal davon, besser mit AP skaliert. Das ist ganz ordentlich, aber noch viel krasser finde ich auf jeden Fall die E. Denn diese hier skalieren erstmal die Schneebälle, die er wirft, besser mit AP. Und vor allem das Root nicht. Wusste gar nicht, also holy shit, erstmal wusste ich gar nicht, dass es Schaden macht. Und jetzt hat das einfach einen 80% Punkte AP-Scaling. Es ist komplett krank, holy shit. Also das schreit nur nach einem Nunu-AP-Midlane-Gameplay. Herzlich willkommen. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Champion-Support-Pool ist sehr, sehr gering bei den Worlds. Alistair Brown, ja, das heißt, man will hier mehrere Champions wieder reinbringen und da haben wir den nächsten und das ist Pike. Pike, sein Ultimate wird gebufft, das sieht jetzt erstmal, ja, 200 von 605 auf 250 bis 605, da denkt man erstmal, oh mein Gott, 50 mehr Schaden. Allerdings ist das immer so ein bisschen trügerisch, denn... Ja, das Scaling fängt direkt bei Stufe 1 an. Das heißt, bei Stufe 1 macht er 200 Schaden vorher und jetzt auf Stufe 1 250. Da es ein Ultimate ist, hat man die erst mit Stufe 6 zur Verfügung. Und bis dahin ist der Damage schon etwas abgeflacht. Das heißt, mit Stufe 6 habt ihr ca. 30 Schaden mehr. Ist immer noch cool, 30 Schaden sind 30 Schaden. Wird mit jeder Stufe weiter absinken, aber ist auf jeden Fall trotzdem nett. Bei Tahm Kench ist das ganz ähnlich, denn der verliert nämlich 70 HP auf Stufe 1, was super insane ist. Und dann links hat er auch super viel HP auf Stufe 1. Und hier ist es so, er bekommt das allerdings über das Level wieder. Das heißt, er bekommt jetzt plus 7 HP pro Stufe dazu. Das Ganze gleicht sich bei Stufe 12 aus. Das heißt, mit Stufe 12 habt ihr gleich viel HP wie vorher. Und alles, was danach draufkommt, das sind insgesamt 40 HP, die ihr mit Stufe 18 dann mehr habt. Trotzdem, klar, ihr habt 40 HP mehr im Late Game, aber dafür 70 weniger im Early Game. Finde ich grundsätzlich sehr, sehr geil, diese Änderung, muss ich sagen, denn Tahm Kench ist im Early Game halt doch relativ schwach auf der Lane, weil er nicht so wirklich viel machen kann. Und hier hat man jetzt gute Möglichkeiten, diesen richtig schön zu punishen. Ja, ihr merkt schon, Supporter sind bei den Worlds absolut groß geschrieben, denn jetzt wird auch nochmal Thresh gebufft, hat ja auch letzten Patch schon einen Buff bekommen und dieses Mal 20 weniger Mana auf der Q und Achtung, 4 Sekunden weniger Cooldown im Early Game auf der Q. Das ist ziemlich cool, um aggressiv im Early Game spielen zu können. Hier muss man allerdings berücksichtigen, die meisten Thresh-Spieler maxen die Q als erstes durch und ja, je mehr Punkte du rein investierst, umso schwächer wird dieser Buff. Das heißt aber bis Stufe 7 hin oder sagen wir mal bis 9, wo du den letzten Punkt reinmachst, hast du aber immer noch trotzdem mindestens eine Sekunde weniger Cooldown, was definitiv den ein oder anderen Kill hier oder da mal gewähren könnte. Zu guter Letzt haben wir noch Liandios Torment. Dieses schöne Item gibt jetzt 5 weniger AP. Das ist sehr, sehr traurig tatsächlich. Ich meine, die Maske weint ja selber schon, wobei sie weint Blut, aber vielleicht ist es ja ihre Art zu weinen. Vielleicht, ne, einige weinen Tränen, andere weinen Blut. Auf jeden Fall ist es so, 5 weniger AP. Dafür wird allerdings dieser Effekt etwas verstärkt. Ihr macht, wenn der Gegner nicht geslaut ist, mehr Damage statt 1% 1,5%. Und wenn der Gegner CC ist, also geslaut oder sowas, dann macht der Burn Damage zwar nicht das Doppelte, das heißt nicht 3%, aber 2,5%. Und ich meine, wenn man es mal wirklich jetzt runterbricht, ja, vorher habt ihr 2% verdoppelten Schaden gemacht, jetzt macht ihr 1,5% unverdoppelten Schaden. Ja, also ich meine, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das heißt, das ist schon ziemlich krass. Ihr macht mit dem
ungeslowten Damage fast so viel wie vorher mit dem geslowten Damage. Ziemlich, ziemlich nice auf jeden Fall. Ich mag dies. Ich würde mir auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, ich hoffe, ihr habt das Ganze soweit verstanden, vor allem das Letzte. Bevor wir diese Kiste hier jetzt allerdings zumachen oder beziehungsweise ausmachen, eine Sache habe ich noch zu sagen, und zwar ist ja normalerweise bei mir der Upload-mäßige Plan, dass ich Freitag gar nicht hochlade und Sonntag halt Bonus-Content und dann, wenn es mir gerade passt. Ich werde jetzt erstmal, weil ich gerade so ein bisschen Zeit dafür habe, das heißt, jeden Tag ein Video hochladen, also immer um 15 Uhr kommt ein Video. Sonntag kommt auf jeden Fall mal wieder ein Ameisenvideo. Das wollen ja immer, wird immer, Tobi, kannst du mal wieder eins machen. Heißt aber nicht, dass dann immer jetzt wieder Sonntag ein Ameisenvideo kommt. Vielleicht kommt auch mal wieder eine Lore oder einfach ein normales League-Gameplay. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall, wir sehen uns jetzt wieder täglich 15 Uhr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich wünsche euch was. Haut rein, seht dazu. Auf Wiedersehen und mockt es gut. Auf Tschüssikowski und Manowski. Goodbye.